Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind jetzt hier gerade kurz in der Mission vor Leonardos Maschine. Ich habe mich direkt hier hinbegeben, damit wir nicht so weit laufen müssen. Den Tempelaufseher eliminieren und die Karte finden, die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Alles klar. Ja, dann machen wir das mal eben. Oh je, da sind ja viele Wachen. Nein, mein Pferd wollte ich nicht rufen. Da ist er. Den muss ich töten? Ist ja irgendwie easy, ne? Auch mich verfolgt sogar gar keiner. Komm, ich kann mal meine Assassinen kämpfen lassen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das sind ein bisschen viele, deswegen möchte ich da lieber zwei dafür nehmen. Nice. Boah, ist eine Schlacht. Oh. Wie die alle fertig machen, die Assassinen. Schaffen die das? Na, ich gucke einfach mal erstmal. Ja, auf jeden. Jupp. Der kann ich schon drauf vertrauen. So, gucken wir mal, wo die nächste Position ist. Ach, das ist ja gar nicht so weit. Dann gerne wissen, was das für eine Maschine sein soll. Naja, werden wir dann gleich sehen. Okay. Müssen wir erstmal wieder die Baupläne zerstören. Dann hauen wir wieder damit ab. Wie das ja immer so war. Ja, die Tipps brauche ich allmählich nicht mehr, hier unten links. Die wüsste ich ja eigentlich schon. Alle. Panzerwagen. Monte Circeo. Panzerwagen. Ach, ist das das Viech, das so aussieht? Ah, ja, genau. Boah, das ist schon heftig. Okay. Oh. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Ketten. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Cesare? Ich dachte, er ist tot. Oh, jetzt muss ich den so die ganze Zeit verfolgen und so kacke. Der da jetzt, ja. Ah, ich muss ja nicht auf die Gebäude. Ah, der sieht mich nicht. Was war das jetzt? Da ist eine Wache. Ah, ist blöd jetzt. Hinzukommen. Machen wir doch mal Folgendes. Die Woche wird mich jetzt gleich eh nicht sehen, wenn ich da jetzt vorbeilaufe. Oh, ich habe jetzt gerade irgendwie voll Hunger auf Cornflakes. Soll mich nicht nerven. Okay, sieht mich nicht mehr gut. Schwupp dich. Unauffälliger geht's doch gar nicht. Muss ich ihn jetzt weiterverfolgen? Ah, dumme Fliege.
Kennt ihr das, wenn ihr Obstfliegen habt, die die ganze Zeit so vom Mund rumfliegen? Kriegt die gleich im Mund. Verprügeln. Bam. Geben wir ihm aufs Maul. Was wollt ihr? Wo sind die Pläne für die Waffen? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens 3 Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir haben 3 Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen einer Zelle. Die helfen euch. Den. Name. So, die Baupläne des Panzerwagens zerstören ja, wie ich mir dachte. Junge. Boah. Dachte, das wär's. Sind auch Wochen. Uiuiui. Ich riskiere es. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Der Fuck. Wie einfach war das denn jetzt? Okay, viel einfacher als ich dachte. Ich dachte, ich muss jetzt noch voll weit laufen. Das habe ich jetzt gleich in 10 Minuten geschafft. Ah, hat der mich auf der anderen Seite gesehen? Muss ich besser aufpassen. Wer hat mich dann jetzt gesehen? Da drüben, der Affe. Komm, schieß doch! Hä? Ich hab doch drauf geschossen! Ätze, du Penner, wo hast du denn gezielt? Boah, er kann nicht wahr sein. Machen wir erst die Wache. Jetzt sieht mich gleich wieder die andere. Ich seh's schon, komm. Was sag ich? So eine dumme Zwickmühle hier. Ja, voll und sich schießt beide einfach ab. So. Einfach geht's auch. Was ist da? Hol's nochmal, ich hab's nicht gehört. Okay. Wo ist Da Vincis Maschine? Folgt uns! Sie halten den Weg geheim, aber wir haben den Eingang entdeckt. Sehr gut. Beobachtet, meine Kameraden. Achso, jetzt ist egal, ob man gesehen wird. Na komm, wir helfen denen natürlich. Ich mach die ganzen Fetten hier weg. Ich hasse es, gegen die Fetten zu kämpfen. Na, weg mit denen. Bam. Das ist gar nicht heftig. Okay, wo jetzt lang? Die kennen auch alle nichts. Oh, jetzt mache ich die alle fertig.
Ezio macht's alleine. So, lauf weiter. Ist hier kein Spiel? Bitte rei ernst hier. Sein Heer ist dabei, einen Überraschungsangriff auf Sizilien vorzubereiten. Wir werden sie aufhalten. Jawohl, werden wir auch. Ach, das ist ein Leiter. Ich dachte schon, er springt da so runter. Ich finde einen Weg. Ja, Mission ist doch schon länger. Okay, finde ich aber gut, dass sie länger ist als ich. Na ja, ich sag dazu nichts mehr. Ah, Ezio macht das doch hier. Locker. Wer muss ihn jetzt hin? Hab ich das verpasst? Ach so. Ach, ich dachte, das wäre eine Wand oder so. Ach, egal. Wir haben es geschafft. Oh, was sehe ich denn da? Eine Kiste. Die kann ich jetzt nur holen. Zweites Mal komme ich hier garantiert nicht mehr hin. Noch ein Hebel. Ja, leck mir doch. Hier. Boah, danke für das Kompliment. Geschmeidig, hat er gesagt. Ah, egal, machen es nochmal. Sie ist doch geübt da drin, also. Muss hier flutschen. Und bam. Drüben. Jetzt nochmal hier. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann lasse ich mir aber ein bisschen Zeit wie hier. Hier bin ich mir nicht sicher, dass der direkt drauf geht, deswegen gehe ich lieber erstmal so rüber. Nur wie hier. Kein Bock von hier aus wieder alles neu zu machen. Sicher ist sicher. Da seid ihr ja endlich. Was? Ist so, passt auf, was ihr sagt. Kann nicht wahr sein. Ja, seid ihr endlich, sagt er. Ich lasse die Brücke herab. Oh. Geschmeidig wie eine Katze. Ja, muss ich immer alles wiederholen. Jetzt muss ich hier entlang, okay. Was für eine Technik, muss ich schon sagen. Ich würde mal gerne wissen, wie die das früher gemacht haben. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei der Maschine. Leonardo will, dass ich damit fahre? Keine Anleitung, war klar. Wow, geil. Geil. Sehr einfach. Ja, das finde ich einfach. Mit dem Ding hier zu fahren. Ist ja wirklich wie so ein Panzer. Bam. Außen alles nur aus Holz. Wenn ihr alles zerstören. Das ist cool. Die können alle nichts hier. Was habe ich nicht getroffen? Oh, das ist natürlich jetzt dumm gewesen von mir. Ja, die haben auch direkt da drauf gezielt, die Affen. Boah, die Störung ist ein bisschen dumm.
Was erwartet man? Ist ja kein Panzer, ne? Okay, ein paar Sachen sind schon kaputt. Ab da. Alter, was haben die denn hier alles aufgebaut? Was will der hinter mir? Der Noob. So. Die Noobies. Boah, kann er nicht schneller fahren? Sieht schon aus wie so ein UFO. UFO mit Rädern. Wenn unseres beschädigt werden kann, dann ihres auch. Einfach nur in Bewegung bleiben. Oh oh. Nur noch ein paar Treffer. Ah, ein Treffer, um genau zu sein. Langsam wird der Schrott der Wagen. Panzerbattle hier. So, und jetzt hauen wir ab. Boah, wie das einfach nur weggeklappt ist, das Tor. Oh, noch ein Panzerbattle. Ach nee. Ja, genau. Wir können das nicht bekämpfen. Es ist unbezwingbar. Ernsthaft. Ja, sicher. Wir zermalmen Cäsares Heer. Ist ja gut so. Alter, aber zwei von den Dingern sind schon mies jetzt. Oh oh. Boah. Ja, es war ja knapp. Junge, Junge. Und was mit dem hier? Boah. Ich würde dich gern behalten. Ja, ich auch. Boah, mit so einem Ding will ich immer schießen. Aber wen juckt die Synchronisation? Scheiß drauf. Boah, die Mission war aber cool. Die war abwechslungsreich mal wieder. Nice, jetzt sind wir wieder da. Können wir da hinten vielleicht das Gebäude hier kaufen? Architekt? Hä? Ist kein Architekt? Hä? Es war doch jemand ein Architekt, wo man was kaufen konnte. Kommt, Freunde! Wöchentlicher Aderlass ist eine Monete. Hey, was willst du denn? Na egal. Ach, keine Ahnung. Ich meine, das könnte man kaufen, aber es ist doch egal. Oh, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Auf jeden Fall sage ich schon mal. Danke wieder fürs Einschalten und haut rein, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.